Hallo. Hallo, herzlich willkommen alle zusammen. Welcome everyone. Hi Bella, Jörg. Okay. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist. Habe ich mich heute schon nicht gedacht, dachte, es gibt so viele Möglichkeiten. Super, dass du es gemacht hast. Manchmal ist es nur das, ja. Wir haben heute Nachmittag schon ein bisschen Demo da, Calligraphy-Schreiben auf Facebook gemacht. Ja, das war echt tiefgreifend, machen wir heute auch. So, David, a little bit demo dog like for writing on Facebook. So, we will also do a little bit today, like for you to experience really like the power behind dog calligraphy. Ja, also heute nochmal, um die Kraft zu erfahren. Wenn ihr könnt, schaltet die Kamera ein. Welcome everyone, if you can, put on your camera. Hi, York, good to see you. Okay, so. Ich glaube, unsere dritte freie Session schon, ne? Ich glaube auch, Ja. ja. Yeah. Ja, so we did like already three free sessions and one more next week, I think, before we start the course again, just to be a little bit together, like everyone given the chance to experience a little bit. Also wir hatten ja schon drei freie Sessions, vielleicht nochmal nächste Woche, bevor der Kurs weitergeht. Einfach, dass man nochmal so andocken kann, einfach mal dazukommen kann, weil das hat sich heute auch gezeigt, wo wir heute die Session gemacht haben. Man ist doch manchmal geblockt beim Dau-Calligraphy-Schreiben. Ne, Martin, das sehen wir immer wieder bei Leuten. So, like what we see very often with people is, we are blocked to write Dau-Calligraphy. Und das hat verschiedene Gründe. Und einer ist natürlich, weil man durch das Schreiben, und wir werden ja gleich darauf mehr eingehen, einfach sichtbar macht, was in uns ist. Und wenn du dich selber fragst, willst du all das sehen, was gerade in dir ist? Wenn man sagt, okay, wenn ich dir zeigen würde, was gerade in dir ist, willst du sehen? Und dann manche sagen, ja, ich will mich transformieren. Manche sagen, nein, heute nicht. So, it's like, you know, with the writing, we will expand a little bit more. But as soon as we write on the paper, you know, we bring our inside out. And it's like when you imagine every day, like someone would come and say, hey, do you want to see what's your blockage inside? Just hold in front of you. You know, one day, some days we say, yes, show me a transformer. Some days we say, no, not today. So, und das ist auch, wie es ist beim Dark Legacy Schreiben. Ne? Manche Tage ist man, ja, juhu, das hatten wir auch, Martin, oder? Und dann so, some days you're like, wow, man freut sich richtig zu schreiben. And some days you can't even take the brush in your hand, you know, it's so purifying. Oder manche Tage kann man auch nicht mal den Pinsel in die Hand nehmen. Und das gehört einfach so dazu. Und es ist Teil der Gesamttransformation. That's part of the overall transformation, ja. Also kenne ich gut, was du gesagt hast. Gerade wenn du Menschen zum ersten Mal so Kalligrafie und Tau-Kalligrafie dann näherbringst und du sagst dann, du kommst dann zu dem Punkt, wo du sagst, und wir können dann in dich blicken, dann ist so, so, Hilfe? Aber dann kommt doch immer, also wirklich immer dann das Interesse und man möchte es ja wissen. Man möchte ja wissen, wo stehe ich, was zeigt sich gerade und vor allem mit so einem wundervollen Werkzeug, das uns dann eben hilft, uns auszurichten und voranzukommen. Aber es stimmt schon, es ist was Besonderes, dass wir da sehr, sehr viel von uns preisgeben können, aber auch eben transformieren können. Ja, in London hatte ich immer Jati und sie war auch neu zum Schreiben so. Und als wir uns dann live gesehen haben, meinte sie so, ach, also jede Woche denke ich, oh mein Gott, schon wieder Dienstag, ich muss schon wieder schreiben. Aber sie hat es trotzdem geliebt, ja, und fand es toll, dass wir gekommen, aber dieser Ausdruck, und sie hat es so, so innocent, sagt man so, unschuldig gesagt, ja, aber es hat so widergespiegelt, was man durch eine Transformation geht, ja. So in London, we had someone like Jati, and she was like, one day she came to me, we had like the weekly writing, and she said, oh my God, every week I think, oh my God, it's again Tuesday, I have to write. And you know, but she said it's very innocent and with so much love, but it really mirrored that moment of wow, you know, we transform, you know, so this is how it's going. Aber trotzdem ist es wirklich auch was ganz Schönes und es gibt auch beide Seiten und wir sprechen das einfach nur aus, weil es dann leichter macht und verständlicher. Ja, warum manchmal so Blockaden kommen, weil ich weiß, viele wollen gern mehr schreiben. Aber es klappt irgendwie nicht, ja? Und das sind so ein Teil der Gründe. And so we just share that because it can help a little bit to move through the blockages, because I know many also want to write more, but then it doesn't work out. And this is some of the reasons, yeah, we just talk about, you know, and then it's easier to move through.
Mutter sagt, umso schöner ist es, so liebe Seelen wie euch zu haben, die mit viel Herz auf die Blockaden hinweisen. Sehr, sehr danke. Gut ausgedrückt. So, Uta says, it's beautiful to have the, souls like you with a lot of heart, like show the blockages. And yeah, that's what we do in the classes, right? We show a little bit the blockages where they are. Also, das zeigen wir in den Klassen. Auch hier, hallo Marc. Ich habe heute an dich gedacht und zack, bist du im. Darf Kollege Wie schön und wie passend. Er weiß noch gar nicht, was wir heute schreiben, aber es passt ja so gut zu seinem Love, Peace, Harmony Herzen. So it fits very well to Mark and his passion for Love, Peace, Harmony. So, yeah, we'll see. okay, lass sehen. Andreas noch hier, Silvia on the camera. And yeah, also welcome everyone else is here. Also welcome everyone from Albania. So happy to see you. And Schön, euch here alle zu is sehen. Marlet. Hi Marlet. Good. Okay, super. So, wollen wir dann vielleicht auch erstmal einmal nochmal starten, heute auch mit der Lichtübertragung einfach mal verbinden. Und Finde nochmal, ich ja? schön, ja. Okay, wunderbar. Und dann werden wir ein bisschen tiefer gehen. Also tatsächlich einfach aufheben. So, we start with a little connection, meditation. We give a blessing together. Also werden uns gemeinsam verbinden. Kurze Meditation. Wir werden gemeinsam eine Lichtübertragung geben. Erstmal mit mehr in Einklang zu kommen. And so, just close your eyes, sit up straight, setz dich aufrecht hin. Einmal tief einatmen, deep breath in. Und ausatmen, breathing out. Einmal tief einatmen, deep breath in. Ausatmen, breathing out. So mit der Dao-Kalligraphie kommt das Feld der Quelle. Das sind höchste Frequenzen und Schwingungen. Kannst dir auch vorstellen, unzählige heilige, himmlische Tiere kreieren gemeinsam hier ein Feld. Also wo auch immer du bist gerade, bist du Teil dieses Feldes. So, we are here, like to Dao Calligraphy, opening the field of Dao, that's the highest, most positive information, frequency and vibration. And it comes with a lot of saints, Buddhas, heavens, animals. Und spür auch deine Füße auf dem Boden. Feel your feet on the floor. Wir wollen uns hier zur Mutter Erde verbinden. Connecting to Mother Earth. Tief einatmen. Und ausatmen. Deep breath in. Breathing out. So Martin and I as Dao Calligraphy teacher get access to the Dao field. So when we write, to bring in the Dao field to the writing. Und Martin und ich als Dao Calligraphy Lehrer haben diesen spirituellen Zugang zum Dao, dass wenn wir schreiben, dieses Dao-Feld hineinfließt. Okay, das werden wir jetzt tun. Und du musst dir auch gar nichts wünschen, an nichts denken. Wir werden Dahishi schreiben, ja? Größte Harmonie. We write Dahishi, greatest harmony. And you don't have to wish anything. You know, just totally relax and just receive the love, the light, the harmony. Und entspann dich einfach und empfang das Licht, die Liebe, die Harmonie. We connect together. Hey, Ja, du. Ja, da, ja.
Just trace a few times. Wir zeichnen nochmal nach. Somit das Downfield weiter zu teilen. So just share the Downfield. Once more, einmal. Moment, einfach empfangen, just receive. Hey, ja. Danke, danke, danke. Thank you. Thank you, thank you. Fühl nochmal nach innen. Just feel inside. How do you feel? Wie fühlst du dich? Hast du wahrgenommen? Okay, wunderbar. Slowly opening your eyes. Langsam die Augen öffnen. Zurückkommen. Coming back. Okay. Da härter sehe ich ja auch, schon lange nicht mehr gesehen. Und ja, wie fühlt ihr euch? Entspannter jemand? Do you feel more relaxed, more harmony? Did you feel the frequency? Ja, yeah. That's a Dao frequency vibration. You know, really like bringing us down. Christina also faded. Ja, also das ist diese Dao-Frequenz, ne, die uns wirklich runterbringt. Ich sage es euch, Dao-Kalligraphie ist so, so, so kraftvoll. Just today had a conversation with someone about to have an own calligraphy. And I thought like, wow, because the idea was not even there about how big that is. Ja, also heute hatte ich ein Gespräch mit jemandem gerade heute über eine eigene Dao-Kalligraphie zu haben, jemand. Aber da habe ich gemerkt, wow, das, die Idee, der Gedanke war gar nicht da, wie groß das eigentlich ist. Ich dachte, ja, you have to explain more, you know, but because Dao-Kalligraphie is really not just an art, it carries a Dao-Field. Where do you get a Dao-Field? Und deshalb, um es wirklich tiefer zu verstehen, dachte ich auch, wow, ich muss es noch besser erklären, aber Dao-Kalligraphie ist wirklich nicht einfach nur Kunst, sondern oder ein Bild oder eine Schrift. Es trägt ein Dao-Feld. Ja, wenn man sich das mal überlegt, weil wo finden wir Zugang zum Dao-Feld? Also, when we go to nature, there has not to be a Dao-Field. You know, nature has a very high frequency, but Dao-Field is much higher. Und auch zum Beispiel, wenn wir in die Natur gehen, uns mit der Natur zu verbinden. Natur, ja, dafür sind wir auch nicht ein Dao-Feld. Es ist eine sehr hohe Frequenz und Schwingung, aber ein Dao-Feld nicht zwingend. So, deshalb denkt dran, ein Dao-Feld überhaupt in der Präsenz zu sitzen, ja, even to sit in the presence of a Dao-Field. Denn ich erinnere mich selber bei mir, wie lange ich eigentlich danach gesucht habe, ja, nach der Quelle, so diese Idee, egal was für Worte man dafür hat, ja,
Ich hätte alle nach Gott gesucht, nach der Quelle, dem Tao, nach sich selbst, der Seele. Oder man wusste es überhaupt nicht. Man hat nur auf diesem Einssein gefühlt, das Gefühl gehabt, da ist mehr, ja. So, I remember by myself, I was also like really looking for this Tao fear. But maybe you were also doing this. Different names like the source, God, soul. You just didn't have a word. You know, just remember there is something. Or, you know, that oneness feeling, the love. Und ich weiß, wie schwer es war, überhaupt einen Ort zu finden mit hohen Frequenzen und dort zu sein oder das in sich zu entdecken oder das zu erarbeiten. Ja, so I remember how difficult to find a place like this and to just sit with it and to find it inside. And so was Master Shah, you know, we get to feel it is right here. It's right here. Just now in this moment. I see many of you have the Kollege face. It's with you at home. So if you think about it, yeah, so when I had this conversation, there was like, wow, this is what it is, you know, it's not just a poster for 40 euros or something, you know what I mean? So, und deshalb, als ich heute das Gespräch hatte, ist mir wieder eingefallen, dachte ich, wow, was haben wir ja eigentlich? Das Daufeld ist hier, ist direkt hier, wir sitzen drin. Und einige haben auch Dauerkollege-Feen, ihr habt zu Hause. Deshalb bei dem Gespräch heute, da wurde mir klar, es ist nicht einfach nur ein Poster, was man ausdrückt und 42 Euro oder sowas, ne, sondern es ist wirklich ein Feld, ein Dauerfeld. Ja. Ich habe damit kürzlich auch experimentiert auf einer Charity-Veranstaltung. Ich habe nämlich eben in einem normalen chinesischen Schriftstil die Kalligraphie geschrieben zuerst. Und dahinter hatte ich eben schon vorbereitet eben die Tao-Kalligraphie. Das gleiche Wort, aber eben in Tao-Kalligraphie geschrieben. Und das war so markant. Also ich bin schon so gefreut auf diesen Moment. Einerseits mal diesen klassischen Schriftstil, der ist schön, auf jeden Fall. Es hat seine Bedeutung im Chinesischen. Also zum Beispiel hier eben das Wort He von der größten Harmonie. So, example, the word He here in Chinese of harmony not only means harmony, it means community, it means also peace. Also das Chinesische selbst hat schon viel Bedeutung, hat viel Kraft, weil eben das Wort selber eben zum Beispiel das He eben Gemeinschaft auch bedeutet oder auch Frieden, nicht nur Harmonie. So you can even go deeper here. But if you write Tao Calligraphy, it's a total different field. Aber wenn du in Tao Calligraphy schreibst, ist es ganz ein anderes Feld. And people can feel it. So the 80 people there were really just wow. They really could feel this presence of the Tao Calligraphy. Also die waren wirklich sehr begeistert, because they could feel, okay, the normal calligraphy is nice for the eye, you may like it, but the Tao calligraphy has a huge power. Also dieser Vergleich war sehr beeindruckend, weil Sie haben natürlich gesehen, die normale Kalligraphie ist auch schön, aber eben die Tao calligraphy hat eine ganz besondere Kraft. Absolut. So, und das wollen wir jetzt einfach erfahren. So, we want to experience that now, because we can tell a lot, right? Speak a lot. Also, man kann wirklich viel sprechen, but it's that experience, ist die Erfahrung. So, heute wollen wir das Wort H schreiben. Wir werden auch dann zwei Demos machen, ja? So, we want to write today H, we want to do the two Demos. So, if you are very new, I know some here are more new, you just start whatever you can write. It doesn't matter. You know, for us, we could read from, even from one stroke, you can read something. Und wenn ihr jetzt ganz neu seid, ihr geht einfach Schritt für Schritt mit und soweit ihr kommt, manche sind schon erfahrener, aber es ist nicht so schlimm, weil auch mit einem Teil oder nur eben mit einer Linie könnte man schon viel rauslesen. Ja, im Endeffekt alles. Deshalb Schritt für Schritt. So, willst du anfangen, Martin, zu erklären? Das so? Kann ich gerne. Das ist ein sehr schönes Wort. So, the word her is very beautiful also to explain and talk about. It's written like this. Also, so ist es geschrieben. If you look at the basic strokes behind in the Chinese traditional writing, then it's written like this. Und wenn man so die Basisstriche im Chinesischen uns anschaut, dann ist es so geschrieben. And very beautiful also looking at the deeper meaning und auch wenn wir die tiefere Bedeutung schauen, ist es auch noch einmal ein bisschen mehr schön, so it's even more beautiful, because at the left side here, so this part, weil auf dieser linken Seite hier, haben wir im Wort Harmonie, so in the word harmony on the left side, we are having the picture of a corn. Also wir haben das Bild eines Korns, eines Weizenhalmes, eines Korns. And this is a usual traditional
symbol also for being humble. Und das ist auch ein traditionelles Zeichen dafür, einfach demütig zu sein. So it tells us, the word for harmony tells us that being humble creates harmony. Und somit haben wir einen sehr, sehr schönen bildhaften Teil auch, der uns eben sagt, dass eben je mehr wir auch demütig sind, desto mehr Harmonie erschaffen wir. And we are not only creating harmony with being humble, we are also creating a harmonious community and peace within our community around us. Also wir erschaffen damit nicht nur Harmonie in uns und in der Community rund um uns, sondern es geht eben weiter, es geht wirklich Richtung Frieden. And the second part on the right shows us the word Co. Der rechte Teil zeigt uns das Co, das dafür steht eben für das Öffnen, den Mund auch, aber auch ein Symbol für Sprechen. So this Co, which actually means mouth, is a symbol also for speaking. And so we can see it, if we want to have harmony around us, within the families, from working place, we can speak humble. Also ein sehr schöner Hinweis, dass je mehr wir demütig sprechen, desto schöner und leichter gelingt es uns, Harmonie zu erschaffen. And I will take this calligraphy right now to show you the pathway. Und nehme gleich diese Kalligraphie hier, um den Weg der Tau-Kalligraphie zu zeigen. So the Tau-Kalligraphy is connecting. So we're coming here, and then we're going there, and we're coming down, and then we are coming up, coming down again, and taking the Ko with us. Also wir haben hier eben vorne das Korn abgeholt, nehmen das Ko mit und gehen dann hinunter zum nächsten Wort. So in this way, we are connecting the Chinese writing with the connecting Ibiza of the Tao calligraphy. And of course, we can start step by step. Natürlich kann man Schritt für Schritt hier starten. So if you would have a look on the left side, we can start only with the left side. So that's a good beginning. So you see on top, we are going here. A little bit down, making this loop, as I mentioned before. Also kommen hier runter, machen diesen Bogen, gehen da rauf und kommen da zurück und gehen da wieder in die Verbindung dann hinüber. So this would actually be a good start. And then we add the code. So for now, I would suggest we trace it a few times. Also für jetzt mal der Vorschlag, dass man hier eben das Ganze mal nachfahren, um hier mal die Frequenz und Schwingung aufzunehmen des ganzen Hörs. Kannst gerne danach nochmal anschreiben für uns, aber es ist einmal gut, einmal so das Ganze mal im Nachfahren aufzunehmen. Das heißt, du nimmst deinen Stift, deinen Pinsel, so you take your brush or your pen, and you just imagine writing it in the air. Also stellst dir einfach vor, dass du es in der Luft schreibst und nachfährst. So doing that helps you to connect with the frequency and vibration in it. Indem du das machst, eben hilft es dir, dass du eben mit der Frequenz und Schwingung dich hier gut verbindest. So Master Sha is teaching us, the founder of Tao Calligraphy, and our teacher is teaching us that we should trace 30 times and then write one time. Also was Master Sha uns erlehrt ist, gerade am Anfang, wenn wir was lernen, es so 30 Mal nachzufahren und es dann einmal zu schreiben. So some of us are more familiar with it. Einige von uns sind mehr schon damit gut vertraut. Die können natürlich schneller beginnen, das zu schreiben. And some of you might need some time that you really can write it with closed eyes in the air. Also das Ziel ist ja, dass du es wirklich mit geschlossenen Augen in der Luft sozusagen schreiben kannst, bevor du wirklich ans Papier gehst.
So while you are tracing, I'm showing you just some helpful lines. Während du nachführst, zeige ich dir ein paar hilfreiche Ausrichtungslinien. So we have our center line here. We have here also a kind of support line here. And we see it's kind of in three parts. So there's an upper part, a middle part, and the lower part. So this is the balance also we can have a look at. But if you start now, we start with the left side first, with the corn part, and then we add the co whenever we feel ready. But it's good to start only with the left side first, if you're writing for the first time. Also wenn du da zum ersten Mal schreibst, ist mal gut, wirklich langsam zu beginnen, Schritt für Schritt, und das auch uns dann mal so in die Kamera zu halten, damit können wir dir dann auch besser Hilfestellung geben. So this part is for pausing on YouTube. Also dieser Teil ist auch gut, um auf YouTube mal Pause zu machen, because we are not taking any pictures, we are not taking any screenshots. So you always can stop the video on YouTube then. So after you have finished, we can write on the water paper. Nachdem du jetzt eben hier nachgefahren bist, kann man gerne am Wasserpapier auch schreiben. So if you want to start with the left part, the way we write the coin, it would look like this. Also wenn du mit diesem linken Teil mal beginnen magst, dann sieht es so aus. Und mit dem rechten kommst du dann hoch und endest dann hier. And that's the word ha, which means harmony, community and peace. Das ist eben das Wort ha, das eben so viel wie Harmonie, Gemeinschaft und Frieden bedeutet. And I'm happy if some of you are already start to share, or maybe Natalie wants to share also something. I think I will also just write it additionally, right? So wie auch ein Schreiben. Okay, und dann könnt ihr einfach noch ein bisschen mit nachzeichnen oder versuchen. Hast du gesagt, auch nur einen Teil schreiben? Was hast du jetzt gesagt? Eben, man könnte mal, wenn man beginnt, mit der linken Hälfte beginnen. Ja. So just to make it like an experience today, okay? Just if you don't have a brush, just take a pen. Also einfach mal halt meine Erfahrung zu haben, wenn du keinen Pinsel hast, nimm einfach einen Stift, ein Papier, probier einfach mal. Ich zeig einfach nochmal hier die rechte Seite. Just show the right side. So basically we start like this. You know, that's the beginning. Just strong, 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 and then we go up. And so we are connecting here all the way going over in, and we could already go out preparing for that right side. Yeah? So strong, strong connecting. And there are, und da sind einige Punkte, woran man sich orientieren kann. So there are some points you can have an orientation with. For example, here's a structure. So you see, this is like about one line. Also einfach nur more advanced. Also es gibt so ein paar Punkte, wo man orientieren kann. Man kann sich vorstellen, das ist ungefähr hier so eine Linie. Ja, es kann ein bisschen länger, ein bisschen kürzer sein, aber einfach so eine Orientierung zu haben. So, das ist die linke Seite. Hier, left side. And then the right side is coming. So you can have an orientation here a little bit, like about one line. You know, you see like here, we're going down quite long. Also das geht ja recht lang runter, dann rum verbinden. And you see, we are not going higher. So below, you see that upper part, we want to go over. Yeah, because sometimes you see it going out and around and this. But you see like just right below, we go over. Yeah, you see like here. And then you're just going in. And this is like not too low, not too high, like middle to third, like one third, like this going on. Okay, so this is some points we are looking for, just with the right side.
Left side, I mean. Also da sind wir Punkt, wo wir gerade mit der linken Seite schauen. And then I will just add the right side. But if you're new, just do that part. Yeah? You could also just do, write the code. That's also possible. So wir verbinden dann rüber. Also we connect to the other side. You see here's a little bit space. And we go up. You could imagine like we want to have this part now in the middle. So we have the upper part, middle part, lower part. So you go not all the way up, just connecting something middle, down. So then this is how I can use a little bit my head. We don't want to have to too big, too small, about two third. Also nicht zu groß, zu klein. Ich kann ein bisschen Kopf nutzen. Also das ist jetzt hier mittig. Und dann wie so ein kleines N, like a little N. This looks like a N, right? From our. Just go a little bit in. Wir gehen nur so ein bisschen rein. Und dann hier ist so ein, wir nennen das Beauty Stroke, also so ein Schönheitsstrich. Das macht man so am Ende, weil es geht auch um Schönheit in diesem Schreiben. Ja? So we can also do that for beauty. Ja? So, I also So. saw Musa Fair before, so I can give a little feedback. Yeah. So, we can try first to bring this N into on the same level. For Musa Fair, it was like kind of falling down here, the co. So, try to have it on the same level where you're coming here with this loop, so that you kind of have this same. That's what I saw before. And everyone can just show into the camera, we will take you after another. Also jeder kann es einfach in die Kamera halten, wir werden es dann nach und nach. Hier Christine. Ja, ich habe es gerade gesehen. Es ist eigentlich schon ziemlich gut. It's already pretty good. So, what I would do here is, the space, it's more, weil du hast schon vorher geschrieben, ne, so an allgemein. Hier zwischen, es geht hier um diese Verbindung. Die ist ein bisschen sehr hart, macht die ein bisschen dünner, ja, so little bit thinner. And then, this is like, kind of too much space, but it could also come just from this line. So just, it's about connecting. Also es geht hier um Verbindung. Wieso sich die Hand jemandem reichen? Und es geht auch um Sprechen. Wie spreche ich mit jemandem? Weil das spricht Sprechen. Also achte nochmal hier, die Verbindung irgendwie so ein bisschen feinfühliger, dünner und leichter zu machen. Und schau mal, was dann passiert. Okay, wie du fühlst. Ja? Okay, super. Anna, was ich gesehen habe bei dir war, what I see for you, Anna, you can bring this loop a little higher. Du kannst diesen Bogen ein bisschen höher raufbringen, damit du eben hier auch den Raum mehr füllst, den du da sehr offen hast. So just bring this loop higher. This loop coming from down. Okay, Mark. So Martin, do we see the gallery or something in the recording or something? If we would take us out of the. Yeah. Because if you want to see the calligraphy, you can pin one of us. And also, wenn ihr einen von uns sehen, wir machen jetzt mal Gallery, damit man es eine Aufzeichnung sieht, könnt ihr uns pinnen, ja? Dann seht ihr auch die Calligraphy zum Nachzeichnen. Also Mark, overall, also ist immer gut, ne? Weil du bist da gewohnt. Aber was ich hier sehe, ist ein bisschen Stress tatsächlich drin, dieses schnelle irgendwie zum Ziel kommen. Ja, schnell zum Ziel kommen. Deshalb nimm dir mal einen Moment, tief einatmen und langsam wirklich bewusst starten. Weil so kommst du irgendwie nicht zum Ende. Weißt du so? Also ganz bewusst und langsam starten. Da, wenn da irgendwas hochkommt, Emotionen einfach zulassen. Das würde ich machen, ja? Richtig langsam. Ja? Okay. Good. Dann Petra für dich, Petra for you. When you come down from this stroke, you go a little bit to the right side. Und wenn du da runterkommst, geh ein bisschen zur rechten Seite und dann erst runter. Nicht so schnell, nicht so direkt runter. So not directly down, just here, go a little bit to the right and then come down. And the same with the code, then you also try to go a little bit outside there and then come down.
And also, everyone, just keep on holding up. We go through everyone. Or if you feel it's drying, just make a photo and show on the phone. Also haltet es einfach weiter hoch. Wir gehen durch alle. Wir sehen euch, ja. Und wir gucken nämlich schon, deshalb haltet es einfach hoch oder macht ein Foto mit der Kamera. Ich habe als nächstes, hatte ich gesehen, hier nochmal Gabriele. Es ist einfach hier so der Anfang. Den würde ich mal ein bisschen länger machen. Diese Linie. Einfach ein bisschen länger. So würde ich mal anfangen. Okay? Sehr gut. Dann die Brigitte sehe ich. Brigitte, einfach schauen, dass du mit diesem Bogen hier fast unter dem Strich bleibst, dass dieser Bogen jetzt nicht zu weit nach rechts rausgeht. Siehst du, im Versuch unter dem zu bleiben, weil es ist wirklich ein Wort, so jetzt one word hier. Super, aber sehr schön schon. Ja, Malit, mach mal die erste Linie etwas stärker, ja, und dann dieses Co, das Sprechen, ein wenig größer. So würde ich mal anfangen. Stärker und hier etwas größer. Sprechen, ja, aussprechen. Sehr schön, sehr schön. Nasia, Nasia, nice. Also very, very beautiful. Sehr schön schon. Just try not to go down directly here, but make a more a loop to the right. Also versuch da mehr einen Bogen nach rechts reinzumachen, anstelle so direkt runter zu gehen. You see, more to the right here. Und Eleni, im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich gut. Die erste ist am besten, also von mir aus gehen links, also da, wo du, ich denke, das letzte, glaube ich, ist in die andere Seite. Andere, war das das letzte oder das erste? Letzte? Kannst du mir auch ein Zeichen geben? War das das letzte? Ja. Das ist am besten, da hast du dich gut ausgerichtet, ja, definitiv hast du dich selber gut korrigiert. Worauf ich nochmal achten würde, ist hier beim Co, es ist quasi hier auf einer Ebene, beide Seiten, ja, da ist nochmal ein bisschen Gleichgewicht auch, Kommunikation, Sprechen, mit anderen verbinden, ja. Sonst sehr schön, richtig schön. Andreas hält auch schon sehr lange. Jetzt. Schön, sehr viel Kraft darin. Irgendwo dazwischen, also der Raum dazwischen ist eine Spur weit. Also da, die können noch irgendwie mehr zusammenwachsen, dieses harmonische, demütige Sprechen. Da, woran liegt das? Ich glaube, es liegt daran, dass du den Strich da vom Ende machst ihn sehr gerade. So you make this straight, very straight. So if you would round that, also wenn du den ein bisschen mehr rundest und so leicht runterkommen lässt, dann kommt da mehr Fluss rein. And it's also in the middle part. So it's a energy part here in the chest area. Ja, ich mach mal kurz. Christine, achte noch mal drauf, ein bisschen dünner hier noch mal in der Mitte die Verbindung. Ist immer noch sehr stark. Das ist hier nur eine Verbindungslinie, ja? Hier zwischen. Noch ein bisschen schnell. Und kurz zu Marc, es ist besser. Viel besser macht das noch mal, ja? Und ein bisschen größer. Ja, weil ich schon die Korrektur. Und dann hatte ich irgendjemand gesehen, der die ganze Zeit hochgehalten hat, aber jetzt nicht mehr. Ja, da ist. Okay. Dann Helen. I would start like putting this side a little bit down. Here, the co. This is the whole thing. This is like more in the middle. You see? Like bring it down. This side down. Yeah? So we have left. And then this one a little bit down. It's like here is space. Yeah? Very good. Dann nochmal zu dir, Brigitte. Du siehst vielleicht, ich gehe hier nicht weit hinaus. Du gehst gefühlt jetzt ganz weit raus. Siehst du, was ich meine? Da kannst du versuchen, diesen Teil mehr da so reinzubekommen. Das hat dann eine gute Verbindung Himmel-Erde auch so. Du kannst deine Verbindung eigentlich, deine Anbindung stärken dadurch. So could strengthen your connection.
Und ihres ist pretty good. Like, has a super nice flow. It's very nice. You could also just bring this right side here, the core, a little bit down. Just a little bit. That little bit space more above. Yeah? Otherwise, I think it's really nice. Beautiful. So, Martin, wollen wir eine Demo machen? Vielleicht zwei? Gerne. Was gut noch? Ja, guter noch, ja. Vielleicht mit dem Core ein bisschen höher raufrücken. Das geht ein bisschen, also wenn man das so sieht, dass du ein bisschen höher darauf kommst. Aber sehr schön. Schön geschrieben. Super. Sehr schön, Unterschrift, sehr schön. Ich finde auch, Andrea hat top geschrieben, sah echt toll aus. So, what you want to do is a demo, like just giving a little bit more experience and doing some correction. Interpretations, ja. Ja, yeah. So, also ein bisschen Demo machen, also das, weil das für alle nochmal das hilft und auch dieses Auskorrigieren. Wir sagen korrigieren, aber damit ist eigentlich nicht gemeint, dass irgendwas falsch und richtig ist, sondern ein Ausrichten, ne? So wie wenn wir say correcting, it's not meant really wrong or right, it's more aligning. Ja, yeah, that's what we mean. Willst du noch einmal zu Dorata was sagen? Wenn du magst. Ja, so Dorata, I think it looks really nice. You know, it's pretty good. So, I would just make the left part a little bit bigger, longer, a little bit longer. But otherwise, beautiful. Yeah. Helen, better. But a little bit like, la la la, you know, you're not totally focused. Just, you know, focus. So, okay, how do we do it? Maybe let's start. So, for this demo, we need someone who really can write also. Like, if you are now sitting there to write. Also, wir brauchen jetzt für die Demo jemanden, der auch dann schreiben kann. Ja, dass wir einmal vorher, nachher haben. Und dann, wenn ihr eine Demo, ja, wenn ihr Demo, wir machen vielleicht danach nochmal korrekt, wir machen jetzt mal die Demo. Wer möchte eine Demo sein, könnt ihr einfach eure Hand heben und wir suchen einfach jemanden aus. Hand oder genau, die gelbe Hand heben, die, wir. So, dann wir suchen einfach per Guidance jemand, Weisung, himmlische Weisung. Okay. Bella, is your hand also up? No. But we see You maybe want to Maybe. we cannot switch off her microphone so that we can hear her, but yeah. But she could write, huh? She, If she wants. if she has We something talk to write, about she you could now, write. Bella. She could do this or that. Okay, I take Bella. What came to me was the soul of Eleni. Eleni, Eleni, genau. ja, war für mich heute auch da spannend, ja. Habe ich auch gesehen. Ich habe mir gedacht, du sagst sie als erstes, haben wir gedacht, Die Bellas Hand war weiter oben, die Seelenhand. gespannt. So Bella's soul hand was much bigger, wider. So, okay, so vielleicht Eleni, willst du starten mit Eleni? Ja, können wir gern machen. Ja, so Bella has to prepare. Also eben das, was wir brauchen von dir, Eleni, ist einfach nur, dass du einmal schreibst jetzt. Das Hör wieder. Genau. Und dann. Und alle anderen können wir schon mal sagen, wenn wir das jetzt machen, ja, Eleni, schreib einfach in Ruhe. So, wenn wir das jetzt machen, relaxt euch einfach und legt alles beiseite, weil in dem Moment, wo Eleni schreibt, sich verbindet und dann Martin die Korrektur macht oder ich dann später bei Bella, ihr seid mit im Feld. Ja, wir sagen immer, transformiere ein, transformieren alle und geht so mit rein in das Thema. So, when we do now the demo, just put everything aside, just connect, open your heart, also with the topic, whatever is there, because usually the demo is representing something for all of us, so we all get a kind of alignment, yeah, just that you know, so just opening your heart. Sehr schön geschrieben. Weiß nicht, ob du selber noch was sagen magst dazu. Also, du könntest dein Mikro anschalten. So, the writing is already beautiful. Dankeschön. Also, wie fühlt es sich an im Schreiben? Es fließt besser. So, it's flowing well. Yes, I think Great. so. I hope so. Yeah, I was observing, also, ich beobachte auch, wie du stehst. So, I was observing your stand also.
Also auch der Stand war sehr gut, er war aufrecht. Also im Stand selber habe ich gespürt, da könnte noch, also vom Stand her, eine tiefere Anbindung sein. Also du hast es gut gemacht, es war ein guter Fluss, aber ich habe so gespürt, da geht noch mehr in deiner Anbindung. Also so quasi noch mehr Power sammeln und dann runterbringen. So what I felt is that she could collect more, even more power and bring it down on the paper. Kannst du das mal zeigen? Ich habe so ein paar Dinge dann wahrgenommen. So, one part is this part here in the middle here. Also ein Teil war so in der Mitte. Diesen Teil, da kann man mehr Kraft, da kannst du mehr Kraft reinbringen. So there can be more power in this part. So when you come like this is very well, then you come down, make this loop. And when you come down, then you can bring more and do it. Ich mache es jetzt wirklich sehr bewusst hier. Also aber auf diesen Strich hin einfach noch mehr Kraft reinbringen bei diesem Strich. Und der andere Teil war dann eben am Ende, so when you end. Dass du eben auch dieses Ende noch einmal, da kann auch noch mehr Kraft rein. So you also can bring more power in your harmony, in your inner peace. Also das ist das, auf das, was ich jetzt schauen würde, diese beiden, also den dazu betonen und vielleicht so diesen Abschluss zu betonen. Damit kannst du eben wirklich in deiner Anbindung wachsen und einfach noch mehr Kraft in dein Leben schreiben. So the message is to focus on these two strokes. And on the ending here, to really connect deeper and bring through the writing more power into your life. Wow, danke. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also jetzt bist du immer noch du dran. Also kannst du noch einmal schreiben, bitte? So I ask her to write again. And see if it's already now. Possible to. Beautiful, sehr schön. Actually, I don't need to see it. Ich wollte es gerade sehen. Ich habe richtig gespürt, denn du bist so richtig schön mitgeschwungen und der ist jetzt auf jeden Fall voll da. Super. Und ich habe gespürt, eben, du bist einfach jetzt tiefer verbunden. So, I felt the connection and you can see there is much more power here in the core of the calligraphy. Also, da ist jetzt viel mehr Kraft hier in diesem Teil. Beim Co jetzt, da ging es noch darum, dass man eben wirklich so diesen Teil da so betont, der dann da so rausgeht. Siehst du? Das Okay. wäre dann noch eben so mehr so für eben auch in der Kraft bleiben am Ende. So to stay in your power until the end. So you're flowing beautifully. Also du fließt, es fließt sehr schön durch. Aber so dieses kraftvolle Ende könnte jetzt noch ein Schritt sein, den du dann jetzt im nächsten Schreiben dann als nächsten Schritt fokussieren kannst. Aber sehr schön, gratuliere. Danke dir. Danke. Hast du was gespürt im Ich Schreiben habe jetzt? das, ja, ich habe das wahrgenommen, dass es besser, noch besser, kraftvoller geflossen ist. Und ich spüre es auch in meinem Herzen. Da ist ganz viel in Bewegung. Danke, danke, danke. Wow. She could feel the flow, she could feel the power and she could feel the heart. That's what I actually wanted to say before. Also ich wollte sogar sagen, eben, da bringen wir jetzt ganz viel Kraft auch ins Herz rein. So it's a heart power that develops here. Also es ist auch eine Herzkraft, die sich hier ausdrückt und stärkt. Gratuliere, danke dir. Danke, danke. Nathalie. Okay, super. Herzlichen Glückwunsch, Eleni. Man spürt, man wirklich gespürt, so ganz sanft, ne? Aber so sanft ist die Energie irgendwie durchgeflossen. War total schön. Okay, lass mal gucken, ob Bella ready ist. Ja, okay. So, Bella is translating for Albania. This is why we have the translator line. But okay, Bella, can you write the whole thing? Kannst du das Ganze schreiben oder nur ein Teil? Ja. Ja, wir hören dich nicht, ne? Ja.
Wir Kannst können du es auch ändern, wenn sie live übersetzen mag, können wir es ändern. Ja, okay, das können wir machen. So maybe you do live translate, so you translate herself, but we put her on the line, ja? Duplo-chan. Jetzt. Okay, ihr könnt mich jetzt hören, Ja. ne? Genau. Okay. So, I will start writing or. Das H, kannst du das schreiben? Ja, also ich habe es gerade schon versucht. Ich mache es jetzt einfach nochmal. Sonst machen wir einfach nur das Kofi oder schreibt mal einfach, wir gucken mal Okay. einfach. Ja. Okay, so Bella will just try to write. Und vielleicht fühlt ihr das, wenn zum Beispiel auch wenn Bella sich jetzt verwindet, vielleicht spürt ihr diesen Frequenzwechsel, weil wir jetzt alle hier fokussieren und es in das Dau-Feld geht, dass man sagt, man macht eine Demo. Wisst ihr? Und da ist das Feld da. Vielleicht spürt ihr das auch. So, like when we say, we do a demo, like this Dau-Feld is here, like already preparing. So, even when like Bella prepared, like you could feel like, wow, the field shifts, you know? So, that's the transformation, but we are all in this. Also, wir sind alle da drin. So, this is when we like focus, sending love, you know, it's like, one big transformation. Also, wenn man so die Liebe sich fokussiert, schick, ist es wie so eine ganz große Transformation. Ich habe es ein bisschen dick gemacht, aber es ist nicht schlimm. Kommt ja die Message. Oh, schön. Sehr Also das schön. erste Mal heute für mich. Wow. So, I think it looks was a first time. I think like this looks very beautiful. We did once a little bit writing together, but she wrote first time her. Also, sie hat zum ersten Mal das her geschrieben. Ich finde, das sieht echt top aus. So, Gratuliere. yeah, very good, huh? So, Mhm. what we can do now? So, I think it really, like, you know, it doesn't always show beauty, blockages. Es zeigt nicht immer nur Blockaden. Ich denke, für dich ist hier auch eine Botschaft vielleicht, dass du das tiefer weißt. So, I think for her is also more a message for you, weil das, was du geschrieben hast, wirklich extrem viel so Schönheit widerspiegelt. So, it reflects a lot of beauty. So, for you also to take that more in your heart, also das mehr ans Herz zu lassen, ist es mehr dieses, wer du bist. Weißt du, dass du das mehr sehen kannst? Because it came out so beautiful, I don't think you really can see that, how beautiful. Und also erstmal sollst du das einmal verstehen. Ja, das kriege ich ja ganz stark. Und man sieht richtig so die Tugend. So, you can see like virtue, we see in flowers, so Blumen, die so kommen, sehe ich so deinem Herzen. And it's also because you do service all the time, like she's always translating for us. Und Bella macht ja auch viel Service, sie übersetzt die ganze Zeit. And I feel this one more like a message from heaven for you. Ja, also ich fühle das mehr als Botschaft vom Himmel für dich. And der Himmel sagt, wow, you know, es ist alles gut. Du bist also wie so perfekt, wie du bist. Ja, so heaven like said, like, wow, you're like perfect as you are. And so for you to understand better what I would do, also um für dich, um das Musstest ihr noch ein bisschen Raum geben, um Albanisch zu übersetzen? ja, vielleicht gleich zusammenfassen, kurzer. Mhm. Vielleicht als nächster Schritt, genau jetzt gleich, da würde ich zeigen, wie kann man das jetzt mehr in dein Herz lassen. So, what would be the step to let it in your heart? Okay, wenn du vielleicht zusammenfassen willst auf Albanisch, ist natürlich jetzt hart, sich selbst übersetzt, aber das ist natürlich auch genau der Punkt jetzt, ja. Vielen, vielen Dank erstmal. Okay, a ten mumma kathan, nuk është gjithmonë një mënyrë për t'i treguar blokadat e njeriut, për mua në këtë radhë më thotë që këtë bukurinë që ma simbolizon kaligrafia ime, ta kuptoj unë për vete dhe ta marrë në zemrën time, sepse nga një herë mu më mungon kjo, ta shof unë bukurinë teme dhe qëfar unë bëj, dhuntit të mija, fuqit të mija, dhe kjo ishte në mënyrë të shkurt mesajë im. Me këtë kaligrafi. Faleminderit shumë. Danke. Ja, und so, was wir jetzt ausprobieren, und dann kannst du dir noch ein bisschen mitteilen. Also, du hast das hier super geschrieben. So, what do we try now? She wrote that beautifully. So, when you're here in this point, then just take a breath. Und wenn du hier in diesem Punkt bist, kurz stoppen und dann wirklich das war auch bei Christine von ähnlich. Christine, bei dir, this is like a soft connection. Und das ist wie so eine ganz sanfte Verbindung. Okay? Und mach die schön langsam und bewusst. Und dann setzt man hier das Ko, was ja für das Sprechen der Mund ist, dran. Ja, also das für mich fühlt sich an wie für dich deine Herzverbindung zu dir, zu dem Ausdruck. And so it feels like this heart connection to like expression, you know, to give this some space. Okay? Das würde ich probieren. Also einmal hier ein bisschen sanfter verbinden. Okay? So just try once more. Nochmal einmal versuchen einfach.
Und während Bella das macht, schickt einfach eure Liebe. So everyone send your love. While Bella is doing this. This is how we also transform together. We send each other love. Ja, so especially when we do something like this. So transformieren wir uns alle, wenn wir uns so gegenseitig die Liebe schicken. Also ich habe ganz anders gestartet, schon mal irgendwie ein bisschen softer, habe ich gemerkt. Ja. Also dein Anfang ist wirklich der Teil wirklich sehr schön. Es ist wirklich die Verbindung zum Herzen, zu dir selber. Es ist schon besser. Und was man hier auch sieht, du hast es jetzt ein bisschen größer gemacht. Und wir schauen jetzt nicht vom korrekt oder nicht korrekt, sondern vom Ausdruck des Schreiben, was uns das sagen will. Es ist mehr wirklich hier, das spricht mehr mit Bella, ja. Also was es hier macht, ist, du hast es hier ein bisschen größer gemacht. Aber das finde ich, ist eher so ein Ausdruck von der eigenen Persönlichkeit Raum geben. Weißt du, sich nicht immer so irgendwie so unterdrücken lassen. So what we can see for Bella is like she writes the beginning so beautifully and this is better, but now like just as an expression, like as a message, it's not about how to really correctly write. We see she made it a little bit bigger here, but this is more like a sign, a message for giving space to the personality, like not being like a little bit like you know, like pushed down a little bit. Ich denke, es hat manchmal auch so kulturelle Themen oder weißt du, wie man, wer man in der Familie ist und so, ne? So, it has also cultural topics or who you are in the family. Und ich würde fast hier sagen, nochmal einmal zu schreiben und mach's einfach nochmal super und dann nochmal hier sanft und dann einfach nochmal gucken, wie das Code nochmal rauskommt. Ja? So, Bella, we try it once. Hatte auch ein bisschen Platzmangel gerade. Ja. Ich habe auch ein paar Screenshots gemacht. Wir können uns dann im Zeitraffer zeigen. Super. Wow. Wow. Na, super gut, huh? Wow. You can see that, everyone. Wow, this is really, really like, hier sieht man die Kraft jetzt und jetzt bist du reingetreten. Also dieses Reintreten in das, was du in sich selbst annehmen, auch diese Schönheit. Es geht viel um Schönheit hier so annehmen. Und Schönheit hat man auf allen Ebenen. Ne? So darum geht es, so diese eigene Schönheit auch der Seele zu erkennen, der Fähigkeiten, allem. So, we can see it, like it's so beautiful now. And here it's also a big message about beauty, also beauty on all layers, like inside with us, in expression, in our abilities. It's like really beautiful. Now, here also an absolute different frequency, very beautiful, powerful and graceful. Ja. Yeah. Bella, wie fühlst du dich? Also ich muss erst mal sagen, ich bin total berührt, weil so eine schöne Botschaft und war richtig, richtig schön. Ich bin sehr dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen, auch mit der Korrektur und allem. Und also ich fühle mich besser. Ich fühle mich viel besser. Ja, einfach schön. Ja. Ich hoffe auch mehr mit in den Tau-Kalligrafien reinzukommen, mehr zu schreiben und alles. Ja. Magst du es Ja. auch übersetzen? Ja. Wo soll ich anfangen? Kummer für Nummer ein paar Kri. Ater, Mekit, Spresocha, der Jokin in Jekit, ein Drischim, et transformi mit Frequenzes, ne Kit, hier in Fundet, der aus Schum Thema er Bukuris, ne te Jitha, Nivelet, Jashtam, Branda, Spirtrit, Zamras, Kommuniki mit, der Ones in Dihem, Tanir, dem Schumir, Schum er dem Jirnjochse, Parkit Message, Katsch de Bukor, de Spritzeutsche Katjana de Periodička, se loi Bikini, se loi Message, fremd er ist schon. Danke, danke nochmal. Thank you. Was Wow, was kannst mir du hier so schön aufgefallen ist, ist, ich bin mir sicher, du spürst was im Herzen. So, I'm sure you're feeling something in your heart.
Weil Ja. du siehst das hier nämlich auf der, ich mache es ja ausnahmsweise, was ich sonst nie tue. Nee, ich nehme kein Rot, ich nehme Orange. Also so in Orange, du siehst hier nämlich keinen Raum, also auf der, Ja. in dieser Variante. So, there is no space here. Aber hier hast du dann sofort dann umgesetzt und eben sofort, da ist eben Raum entstanden im Herzen. Und dann siehst du dann eben die Entwicklung dann noch runter, eben wo dann die Kraft auch noch ins Co geht. Also ist schon sehr, sehr beeindruckend. Gratuliere. Ja, schön. Ja, Gut. richtig schön. Kannst du es da auch sehen, Bella? Konntest du es eben sehen, diese Ja. Transformation? Ja, Ja. auf jeden Fall. Und es fühlt sich auch so an, ne? Also, wie man sich fühlt, das sagt ja alles. Ja. Wow, danke dir. Thank you, Bella, also for your service, for what you do, für alles, was du machst. Also, das spürt man. Du machst ja schon sehr viel und bist mit dem Herzen auch dabei. Und deshalb gibt der Himmel dann manchmal auch so ein Geschenk einfach, weil er dann sagt, so, jetzt ist der nächste Schritt dran, ne? So, Bella, like, you can really feel like how she's serving, really with her heart. And then at one point, heaven says, okay, now next step, you know, like blessing, like, just give some love, ja? Yeah? So, danke, danke, danke. Gratuliere. So maybe this is like for everyone just to understand the power of like giving feedback, because we didn't even really do big corrections now. Ja, also vielleicht für jeden mal zu verstehen, die Kraft der das Feedback erstmal, weil wir haben gar keine großen Korrekturen hier gemacht. Und dann das sich selber ausrichten, so then to align yourself. And this is what you really could see today with Eleni and with Bella. Und das wir wirklich mit Eleni und Bella so Paper, that's happening inside of us. Also wir sagen mal, das, was wir auf dem Papier hier machen, das passiert in uns. Und es kommt einfach durch diesen Dow-Calligraphy-Kanal, ja? Das comes to this Dow-Calligraphy-Channel. And so this is why these classes are powerful, because sometimes, you know, just to get one, just to change one line can basically change a lot inside of us. Yeah, this is a big transformation behind. Weil deshalb sind diese Dow-Calligraphy-Klassen so kraftvoll, weil einfach nur eine Linie zu verändern, kann extrem viel in uns transformieren. This is why we said at the beginning, it could be so tough sometimes. Ja, yeah, or super nice. Ja, yeah? Deshalb haben wir am Anfang so geteilt, dass es manchmal deshalb so hart ist. Because you think like, oh, I want to write like this, but it doesn't work out. You know, if there's a blockage or message, we just can't change it. Ja, yeah? Also deshalb oft, wenn wir hier schreiben, wir wollen was verändern, es geht manchmal gar nicht, weil da eine Blockade oder halt ein Thema sitzt, ja, oder eine Botschaft. And so this is why we go, like also Martin and I, jetzt beginnen wir to so many courses, so much support from other teachers, when we became teacher, because you just need that someone mirroring you or showing you, you know, where to correct. Und das hat am Anfang gemacht, ich habe auch bei unglaublich vielen Klassen und Lehrer auch teilgenommen, weil man braucht es anfangs so als Spiegel, dass man das sieht und die versteht und dann wirklich auch in diese tiefe Transformation gehen kann. Ja, still today we have to write every 2 years all the calligraphies again, every 2 years, and to recertify as a teacher, because you have to keep a very high standard, so we really don't forget how it is to write. Yeah, so it's easy said, oh, correct that, but we also know by ourselves it's not that easy. Und auch wenn wir da für Lehrer sind, wir müssen alle 2 Jahre noch mal alles neu schreiben, alle Kalligrafien, um immer diesen Standard zu halten. Und deshalb wissen wir auch wirklich genau, was bedeutet, das alles zu schreiben und zu korrigieren. Und dass es nicht so einfach korrigiert, dass, ne, wenn man das so sagt, ja. So, I hope everyone could feel that today a little bit. Ich hoffe, ihr konntet das heute alle etwas fühlen, ja. Diese Tiefe da drin, like the steps inside. Und wir haben ja eben was Schönes vor, jetzt dann die nächsten Monate, nämlich uns ins Erblühen zu schreiben. So, our next goal is to write into the greatest flourishing. So, this next course will all be about flourishing and growing and whatever it takes to leave all the things behind, so you really can be your true self. Also, das, um was es jetzt gehen wird in den nächsten Monaten bei dem Kurs, ist eben das Thema, erblühen und in deine Fülle kommen und eben dein wahres Selbst sein. And coming back to the 10 Dark Qualities und um zurück zu den 10 Dark Qualities zu kommen, we see it here. We see some fundamental qualities. Also wir sehen hier fundamentale Qualität. These qualities like love, forgiveness, compassion and light are in any philosophy, in any religion. Also diese Basisqualitäten von Da Ai, Da Quan Chu,
da zu B und da gehen sie in jeder Philosophie, in jeder Religion. And the next level is then to flourish. Und der nächste Schritt ist dann eben einfach zu wachsen, zu erblühen. Und diese Tau-Kalligraphie, die ist genau hier, nämlich das größte Erblühen. So, this next step, this next level to flourish has actually also two kind of preparations. Also diese haben auch zwei Vorbereitungen. Das Erblühen, nämlich hier einerseits die größte Demut und hier die größte Harmonie, wo wir uns heute vorgetastet haben. So, these two preparations to flourish are to be humble and also the greatest harmony, where we step into today. So we will go with you the next months in this journey of flourishing. And we are looking really forward to it. So, thank you everyone for being here today. We will send out more information, how to join, if you would like to. Und wir werden auch noch mehr Infos raus senden, wie man teilnehmen kann. So, danke allen, die hier waren. I just want to say, like, also everyone who wants to experience Master Shah, he is live now with a free session. I just put the link here. Und all, die vielleicht Master Shah erfahren wollen, Master Shah ist jetzt live. Hier in dem Link könnt ihr euch anmelden für eine freie Session. Geht ungefähr eine halbe Stunde, aber mit Master Shah dauert es manchmal 5 Stunden, eine halbe Stunde. So, wir wissen es nicht, aber ich würde sagen, meldet euch einfach an und er gibt besondere Lichtübertragung, so eine besondere Session, die nur einmal im Monat ist. Und so, everyone, just if you can, just click here on the link, register for Master Shah, just join now. It might go a little bit longer, usually just a half hour. The new session is doing once a month and I think it's not to be missed, getting some blessings. Danke, Marc, sehe ich hier. Thank you, Marc, Jörg and everyone. Thank you, Helen. Yes, work on your writing. Danke, thank you, Nadia. And very hope opening. Yes, today was very soft and hard opening, ja? Yeah? I could also feel it. So, danke Martin, danke auch der Danke, Lady Nathalie. Bella, and thank you all, thank you, thank you, thank you, love you, and see you Love soon. you all. Have a good night. Danke, Isabella. Bye. Baba.